Es ist so heiß. Was geht ab, meine lieben Zockfreunde? Wow, es ist so warm. Junge, Junge. Und willkommen zu meinem Infovideo. Ja, ich will so ein paar Infos rausgeben, weil es ist ja so, einige von euch werden es schon bemerkt haben, so, es kommt ziemlich wenig gerade. Es kommt gerade nur ein Projekt und so. Das liegt daran, dass ich gerade wenig Zeit habe und auch gesundheitlich gerade ein bisschen eingeschränkt bin. Und zwar ist es so, dass ich halt öfters, des Öfteren immer so einen Schnupfen habe, so wie jetzt. Und ich will nicht mit Schnupfen aufnehmen, das hört sich eklig an. Und das liegt daran, dass meine Nasenseitenwände, die sind halt so, oder ja, die sind halt ein bisschen enger. Und ich habe jetzt demnächst, nächste Woche habe ich eine OP. Und dann wird es sowieso schwierig mit dem Aufnehmen. Und das wollte ich jetzt einfach mal sagen. Es kann sein, dass The Witcher einfach mal gestoppt wird für die Zeit, wo ich jetzt halt diese Nasen-OP habe. Und dann ist es halt auch so, dass es in letzter Zeit so ist, dass ich ziemlich wenig Zeit habe, auch gerade zum Aufnehmen, weil ich will so vielleicht umziehen und so, und dann ist auch Arbeit und ich, wie gesagt, Gesundheit, und das ist alles gerade ein bisschen schwierig. Deswegen kommt auch kein Batman, weil, wie gesagt, ich komme einfach nicht dazu. Und da wollte ich jetzt einfach den 200, 300 Leuten, die da drauf so sehnsüchtig warten oder auch dieses Witcher-LP von mir so feiern, wollte ich einfach mal Bescheid geben. Ich wollte jetzt nicht einfach so cut und es geht nicht weiter, sondern es kann halt sein, dass es jetzt ein bisschen, entweder kommt es verspätet. Jetzt heute wollte ich ja eigentlich aufnehmen, aber heute gehen wir jetzt auf eine Besichtigung schon wieder, weil, wie gesagt, ich möchte auch umziehen. Wahrscheinlich ist noch nicht 100%, aber zu 80% werde ich wahrscheinlich umziehen. Und wie gesagt, am nächste Woche habe ich die OP und dann weiß ich auch nicht, wie lange das geht mit der Nase. Ich hoffe dann endlich bin ich diesen Schnupfen los, weil es ist wirklich so, die linke Seite der Nase ist immer zu. Man hört es auch ab und zu mal in meinen LPs, weil so wie es jetzt ist, ist es jetzt nicht so ganz so schlimm, aber es gibt auch Tage, da läuft die Nase und ich bin nur am Niesen und nur am Putzen. Und das ist echt extrem. Und da habe ich dann halt wirklich keinen Kopf zum Aufnehmen und so. Und deswegen, ja, wollte ich euch das jetzt einfach mal sagen. Also, dass ich dann da die OP habe. Und wenn dann die OP, ich denke zwei, ich denke bestimmt eine Woche, werde ich da wahrscheinlich platt sein und kann dann auch nichts aufnehmen. Und diese Woche ist halt auch die ganze Zeit Termine, Besichtigungen von Wohnungen, Häuser und so weiter und so fort. Ja, und das ist halt ein bisschen Kacke sozusagen. Und arbeitsmäßig ist auch so, dass ich da auch jetzt gerade enorm eingeschränkt werde, dass ich manchmal bis 5 Uhr abends arbeiten muss oder so, also bis 5 Uhr mittags, und dann komme ich nach Hause und habe ich auch nicht so großartige Lust jedes Mal. Wochenende, das ist halt auch immer so, dass vielleicht auch mein Real Life ist halt wirklich gerade enorm und so. Und ich denke sowieso, jetzt ist gerade Sommerzeit, jetzt kommen dann bald die Ferien, dann sind sowieso die meisten in den Ferien und so, dann trifft sich das dann doch gut, dass es so ein kleines Päuschen gibt. Jetzt mal schauen, ich versuche es natürlich weiterhin Witcher zu spielen, weil das Spiel ist einfach so sagenhaft geil und vor allem, wenn man die Romane kennt, ist es halt so richtig cool. Und das habt ihr ja auch schon bemerkt im LP, ich werde da immer so viel einfließen lassen, was ich an Wissen habe, weil ich die Romane, die Hörbücher von den Romanen habe ich angehört und so. Ich habe es jetzt selber gelesen, habe ich es nicht. Ich habe mir die Hörbücher angehört und es waren einfach sehr cool. Es gab ein paar Hörbücher, die waren cool und es gab also wirklich auch, also die Bücher, also es waren 5 Bücher, glaube ich, oder 6. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gab es 2 Bücher, die fand ich einfach nicht so toll. Und dann gab es halt auch Bücher, die fand ich so wahnsinnig spannend und die waren richtig geil und haben voll viel von Siri und von Geralt und von Triss und von der Loge und Dextra und es ist halt richtig cool, weil sie haben halt wirklich so eine Weiterführung in dem Spiel gemacht. Also so wie die Romane enden, finde ich halt auch nicht so ganz so toll. Aber sie haben so dann quasi einen Abschluss vielleicht im Spiel gemacht. Ich bin ja noch nicht durch.
Könnte ja auch noch so noch ewig dauern, aber auf jeden Fall, das wollte ich euch einfach mal sagen. Es kann sein, dass jetzt halt in nächster Zeit vielleicht weniger oder auch gar keine Videos kommen. Müsst ihr halt warten für diese 200 Leute oder 300 Leute, die halt so sehnsüchtig auf Witcher oder auch auf Batman warten. Ist halt, ja, ein bisschen schwierig mit meiner. Das ist zu. Das ist halt echt, jetzt, also wie gesagt, so könnte ich schon aufnehmen, aber es ist halt immer, wenn ich es dann selber so meine Stimme höre, da hört man richtig so, das ist so ein bisschen, wie ich die Nase mir hier so zuhalten würde. So, genau so ist, hört sich das auch an. Und das finde ich halt nicht so schön. Ich bin halt so ein kleiner Perfektionist, was das angeht. Meine LPs müssen perfekt sein. Nein, nicht perfekt, aber die müssen sich halt einfach gut anhören. Also ich weiß nicht. Und ich muss mich auch gut fühlen. Und dann ist es auch so, dass die Hitzewelle gerade so enorm ist und in meiner Wohnung ist gefühlte 40 Grad. Und da hat man auch nicht Bock, immer zu zocken. Da ist dann halt schon abends, möchte man dann halt auch schon, möchte ich halt dann mit meiner Community, Masti, Snoop und Nienchen und so und alle anderen, die ich jetzt vergessen habe, möchte ich halt dann zocken. Da zocke ich dann halt ein bisschen arg. Und das aufzunehmen, das könnte ich schon mal machen, aber das ist halt, wie soll ich sagen, ab und zu langweilig, weil es halt immer die ganze Zeit Steine kloppen oder Holz hacken oder so. Ich könnte ja mal unsere Behausung zeigen, weil die ist schon mittlerweile riesengroß. Da könnte ich schon mal so einen Rundgang machen oder so. Wenn ihr das wollt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich kann das auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall wollte ich jetzt das jetzt erstmal loswerden, wie es jetzt hier gerade so bei mir aussieht. Wie gesagt, Wohnungssuche, OP und so, alles ein bisschen Schwierigkeit mit LPs aufnehmen, aber I do my best, okay? Deswegen schreibt jetzt nicht, wow, jetzt kommen gar keine Videos mehr. Es kann sein, dass Tage kommen, wo kein Video kommt, aber ich versuche wirklich kontinuierlich wieder Videos hochzuladen. Aber jetzt zum Beispiel morgen oder so könnte sein, dass keins kommt, weil, ja, wie gesagt, wenig Zeit. Und jetzt muss ich auch gleich los. Deswegen, in dem Sinne, immer schön stuffy bleiben, haut rein. Und wir sehen uns im nächsten EP oder vielleicht auch im nächsten Real-Life-Video. Bis dann. Ciao.